Blendy, ne? Ja, genau. Baller hier. Das war eindeutig das. Das war eindeutig die falsche Maustaste. Schön, also hier tut mir leuchten. Ah. Du dürfst gar nicht mehr laufen. Ich hab den Kopf rausgegeben, aber schön. Schön, dass du da bist. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bring sie zurück. Schlampe. Nicht schlecht. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde alles. Also da rumzappelt wie so. Ja, ist gut bei dir. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu aufgehören, bevor an ihrem Ende es heute Morgen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier, ich bin hier, so steht es geschrieben. Ich warte auf mich, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich, es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Ein Roboter. Ein bisschen aus wie von Bioshock. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Jetzt weißt du, wie wir abgestürzt sind. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Ende von Folge 4. So ist es, Leute. So aus. Ja, wir werden jetzt Anyway, für heute beenden. Und wir werden auch nächste Woche, glaube ich, überlegen. Eventuell, wenn ich in 2 Wochen spiele. Und von daher sehen wir uns beim nächsten Mal bei Alan Wake. Von meiner Seite aus auf Wiedersehen. Und miau. Bisher bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See, er beeinflusst irgendwie die Kunst, die sie erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, hm? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Watery letztes Jahr mit seinem Hirschfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft.
und steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen, okay? Ja, nach diesem doch sehr einfühlsamen Gerede begrüßen wir euch zu Alan Wake, Folge 5, der Klicker. Thomas geschrieben, es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewahren, im Licht aufzubewahren. Immer im Licht. Alles sehr dämonisch hier. Und auch im Licht begrüßen wir euch diesmal. Ja, lang ist es her, seit wir, also wir, mal wieder Alan Wake gezockt haben. Es gab ja einige Zeit, es ist wieder zu schnell. Unter dem Mausrad ist ein Knopf, den kannst du mal drücken. Unter dem Mausrad. Nein! Hinter. Nein. Moment. Eine davor. Genau. Zu viele Knöpfe. Müsste doch funktioniert haben, oder? Ich muss mit Weaver sprechen. Ja, es geht nur einmal. Wird überhaupt Mitte gestellt und der kann nur rein. Ja, wie gesagt, lang ist es her, seit wir Alan Wake mal wieder gespielt haben. Wir müssen uns jetzt erstmal wieder ein bisschen einfinden. Ich muss ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden... Ich weiß gar nicht, welchen zweiten Namen haben. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Ach, schon der dritte Name. Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Der... nicht ganz besinnen. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Stephen Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Leitung. Moment mal. Tschüss, Mann. Ja, ganz einfach. Ja, du kennst es ja schon, deswegen konntest du auch wissen, dass er jetzt hier einen auf Tschüss, Mann macht. Platz da! Flanschkuh, erst muss ich hier Manuskript Zeiten haben. Ohne Licht haben wir keine Chance. Ja, ja, ich hab auch. Bleiben Sie ruhig. Ich kann den Manuskript. Das sind beide die neuen? Ich würde. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht. Aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Es drehte sich in seinem Kopf, aber nicht vom Schnaps. Generator anmachen. Und. So, wir folgen! So sieht's aus. Kann ich eigentlich den Lichtschalter anmachen? Bringt nicht viel. Schön, ich muss ja nicht an die Steuerung gewöhnen. Ach du Scheibenkleister. Ja, wie lange haben wir das jetzt nicht mehr gezockt? Fünf Monate bestimmt, ne? Na, so übertrieben lang war es dann auch nicht. Nein, vier, fünf Monate. Das war ja. Ja, das war ja, da seit gar nicht ich den PC neu aufgesetzt hatte. Und das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Sag mal noch, was es geht vielleicht? Achso, dann mach die Tür auf. Ja. Hi, Billy. Achso, du bekommst jetzt deine Sachen erstmal wieder. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Die kann mir dabei. Alter, helfen. Ist ja ein Kaufshop hier, oder was? Okay. Mal Platz da! Oh, nimm die Pumpgun. Natürlich haben wir hier sonst noch irgendwas Leckeres. Aber die Tafel klappen einfach mal zu. Die interessiert mich gerade mal nicht. Sei hier im Unterricht oder was? Zu leise, ich. Aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich werde davon mal hier das Mikrofon ein bisschen zurück. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Oh, ich hab das weiß. Nicht zu gut. Hier kommen wir nicht mit durch. Nein. Hab doch nicht das Auto davor so stehen sehen. Du musst doch durch die Hintertür raus. Das weiß ich allerdings nicht mehr. Wie war? Hab ich ein bisschen geblendet, ne? Ja, genau. Alle hier.
Das war eindeutig das. Das war eindeutig die falsche Maustaste. Schön, weil sie hier tun wir leuchten. Du dürfst gar nicht mehr laufen. Ich hab den Kopf rausgegeben, aber schön. Schön, damit wir da geredet haben. Schön, schön. Ja, schau mal nach. Mit die eine Kugel wenigstens. Ist ja nicht so wie bei Cryo 4, wo das ganze Magazin auf einmal verschwindet. Nicht? Nee. Schön, schön. Ich glaube, ich erinnere mich daran. Ich glaube, da sind wir sogar mehrmals drin gescheitert. Wir haben es nur einmal gefangen. Macht. Haben wir es nur einmal gemacht? Ja. Ich öffne ihm das Tor, wenn ich drüben bin. Ich öffne. Was kann man noch dazu sagen? Ist vielleicht. Du hattest mir gesagt, du hast das. Die haxenden Probleme beendet. Nein, eher, ich weiß, woran es liegt. Achso, weil du mir erstmal auf dem Computer geschrieben. Ah, Problem gelöst. Ich denke, so coole Sache. Aber ja, ist ja nicht schlimm. Mir ist es gerade eben aufgefallen. Sagen wir, ich brauche ungefähr. Jetzt kommt's. 200 Euro, um das Problem zu lösen. Das war mir so klar. Hardware-Problem. Das war mir so klar. Ja. Neuer Computer. Schön. Are you fucking kidding me? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Batsch. Doch. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Das war eindeutig die falsche Maustaste. Schön, damit wir das jetzt geklärt hatten. Mal wieder. Aua. Der Spieß! Hey! Ich sehe gar nichts mehr. Alter. Alter. Ihr Passwort. Nein, Sprint. Das war auch schon. Er treibt's doch nicht so. Manchmal. Ah ja. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen umgucken. Das ist alles sehr interessant hier. Ja, ich kann. Oh, Kasten! Ich konnte nicht ohne den Sheriff los. Sie war mein Ticket. Naja, ich bin auch gleich ein Ticket. Ich dachte irgendwie gerade, da wäre so eine Figur aus Half-Life. Da bekommen wir gleich Besuch, wenn ich mich nicht recht schon entsinnen könnte. Vorsicht. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! So, wir müssen eigentlich gar nicht so lange da drauf. Wir können auch so da drauf piepsen und schon ist hier aus. Jetzt hab ein Booster. Ja. Aua. Blendet. Wo willst du lang? Ja, geht's auch. Das ist der falsche Mann! Ich will es nochmal. Na. Wir wollen mal nicht unfair werden. Aua! Ich probiere es wieder. Tolan, die Steuerung gewöhnt. Ja, genau. Schieß mal. Alter. Alter! Ist auch nicht blöd rum. Äußerst schwer. Naja, wir sind ja auch schon ziemlich weit. Halla, die Waldfee, was denn momentan los? Es geht nicht so, wie es soll. So, jetzt guckt man auch. Würde ich mal gerne die Batterie mitnehmen. Wie war denn nochmal? Wie konnte ich denn mal gucken, was ich für Waffen hatte? Ich glaube, Mausrad drehen. Nee, Mann, ist gut. So, Frau Müller, los geht's. Schön. Nicht so schön ist das dann doch. Ja. Ja, ist ja gut. Alter. Ich brezel dich! Alter, was ist denn hier los? Alter!
Danke, Elise. Elise? Was ist denn los hier? Alter, es geht momentan gar nichts. So. Volle Konzentration. Ja, du musst halt erstmal ein bisschen reinkommen, ne? Bei dem Spiel habe ich echt Bahnvorstellungen. Das ist interessant. Die Luft roch nach Fisch. Das war das Industriegebiet von Bright Falls. In der Nähe gab es sicher eine Konservenfabrik. Eventuell. Wir müssen einfach weiter suchen. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja... Das schaffe ich nicht. Gegen drei Stück habe ich es nicht geschafft. Hier ist was für uns. So.